Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute fangen wir mal was Neues an, denn ich erstelle jemanden aus dem echten Leben so realistisch wie möglich in die Sims. Und lasst mich euch eins sagen, das ist unfassbar schwer. Vor allem, weil man, also vor allem, wenn die andere Person das dann ja sieht, wie man halt dann an dem Sim rumwerkelt und so. Man möchte ja die Person auch nicht in irgendeiner Form beleidigen oder so, weil, keine Ahnung, man nimmt sich ja mal ein bisschen anders wahr, als man, also, als es letztendlich eigentlich ist und so. Und deswegen hoffe ich, dass das hier nicht so der schlimme Fall ist, dass das hier irgendwie ganz daneben ist oder so. Also ich persönlich bin sogar ganz zufrieden. Es hat ziemlich lange gedauert. Ich glaube, ich habe eine Stunde oder so dran gesessen, circa. Und man musste denken, ich habe nur das Alltagsoutfit gemacht. Kritisch. Aber ja, also ich finde das unfassbar schwer. Und deswegen, ja, ich hoffe, dass es halt auch okay ist. Und ja, die Person, die ich hier erstellt habe, seht ihr hier irgendwo im Bild, habe ich im Twitter-Account eingeblendet. Ich bin Profi einfach, okay? Ich mache Videos schon mittlerweile seit irgendwie, keine Ahnung. Seit wann habe ich angefangen, Sims-Videos zu machen? Vor allem, ich habe davor ja auch schon Videos gemacht. Deswegen ist das ein bisschen unangenehm, dass ich eigentlich gar nichts kann. Aber bin halt ich, ne? Also, wenn ihr meine Videos schon länger verfolgt, wisst ihr, dass ich ein bisschen dumm bin. Aber das ist okay, I guess. Und ja, ich hatte auf Twitter einen Tweet gepostet und da haben sich ganz viele Leute gemeldet. Als ich dann gesagt habe, was sie zu tun haben, damit das passiert, hat sich dann fast gar keiner mehr gemeldet. Okay, dann halt nicht. Ich dachte, dann können wir das vielleicht öfter machen, aber ja, mal gucken, ob sich noch jemand meldet dazu, weil sonst ist es ein bisschen doof. Sonst machen wir das halt nicht nochmal, weil eigentlich fand ich das ziemlich cool. Aber ja, wir müssen halt jetzt gucken, ob sich noch wer meldet. Wie gesagt, ich hätte Lust, aber nur wenn die Person halt wirklich Bock haben, mir dann auch Fotos zu schicken. Aber ich glaube, ihr seid alle einfach so schüchtern, ja? Was soll das? Ach ja. Ich habe auf jeden Fall teilweise sehr krass gestruggelt mit bestimmten Dingen. Vor allem letztendlich dann mit dem Outfit. Weil ich wollte es halt ein bisschen an den Fotos und so orientieren, die mir zugeschickt wurden, die ich jetzt ab und zu immer mal einblenden werde. Oder vielleicht auch erst bei dem Vergleich am Ende, man weiß es nicht. Aber ich habe irgendwie nichts gefunden, was so wirklich gepasst hat. Und das, obwohl ich 30 GB CC habe. Und ich war so, das kann doch nicht sein. Aber, also ich bin der Meinung, das ist was, was ich tragen würde. Wenn nicht, dann tut es mir sehr leid. Dann habe ich eine falsche Wahrnehmung. Aber, ja, müsste schon irgendwie da hineinpassen und so. Hoffe ich, weil sonst ist es ein bisschen... bisschen peinlich. Ja. Also wir sind... Eigentlich sind mir gar nicht so viele Sachen peinlich oder so, aber sowas dann schon irgendwie. Weil das Ding ist, ich denke immer so, ich kann immer so richtig gut wahrnehmen, was Menschen mögen und keine Ahnung. Und dann am Ende ist es so, nee, das ist eigentlich gar nicht meins. Und ich so, oh, sorry. ich dachte... Man denkt sich nur so, okay, ich habe schon wieder was falsch gemacht. Was soll das? Ich habe übrigens Cam an, weil ich weiß es nicht. Ich wollte einfach. Ich dachte, ich sehe heute eigentlich ganz gut aus. Ich hab geduscht. Deswegen dachte ich so, okay, dann kann man diese Zeit sich auch mal nutzen, sich hier hübsch vor die Kamera zu setzen. Weil wenn ich nur ins Mikrofon rede, hätte ich mich ja nicht duschen brauchen. Einfach noch weiter aufschieben. Live. Ich bin komisch. I know. Das müsst ihr mir nicht sagen. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, dann tut es mir leid. Es tut mir leid, dass ihr hier seid. Das ist nicht so schön. Also, manchmal kann ich auch ganz lustig sein, aber meistens ist es eher so, ich würde sagen, nicht so lustig. Ich lache über mich selber, weil ich dumm bin. Und ja, was macht mein Hund eigentlich die ganze Zeit im Hintergrund? Die ist nie hier oben. Ne, mein Schatz? Du bist nie da. Nie. Außer jetzt. Normalerweise ist sie nicht mal während den Videos da. Also zumindest nicht lange. Aber jetzt gerade schon. Und das finde ich schön. Weil ihr alle mögt Bella. Und das finde ich toll.
Wer mag Bella? Oh, sorry. Wer mag Bella nicht, wollte ich sagen. Also, ich meine, sie ist eine süße Maus. Also, eigentlich ist sie ein Hund. Aber sie ist auch eine süße Maus. Ja, ich hoffe, ihr mögt Hunde. Also, die meisten auf jeden Fall. Also, weil, wenn irgendwas mit Bella ist oder so, also es gibt ein Video auf meinem Kanal. Das hat sehr viele Klicks, weil, also, es gibt zwei Videos, nee, warte, es gibt zwei Videos auf meinem Kanal, die haben sehr viele Klicks, weil mein Hund im Thumbnail ist. Und das finde ich sehr, sehr gut. Also, dass sie im Thumbnail ist, finde ich gut, und dass das viele Klicks hat, finde ich auch gut. Also, ich finde es okay, dass, also, ist das normal, dass man das gut findet, oder? Also, klingt das irgendwie komisch? Ich. Hilfe! Ich überfordere mich immer selber mit dem, was ich sage, weil ich schneide das ja nicht. Ich rede hier einfach nur drauf los und es passieren Dinge und ich bin komplett überfordert mit meinem Leben. Hi, it's me. Oh, ich bin komisch. I know. Aber ja. Manche Leute finden es vielleicht nicht so komisch und deswegen bleiben sie, weil tatsächlich gucken mir ja hier auch Leute zu. Und ich kann es noch nicht so ganz nachvollziehen. Also immer noch nicht, auch nach Jahren nicht, aber diese Menschen sind da und I don't get it. Wir müssen mittlerweile auch bei dem Vergleich sein. Ja, und sogar schon vorbei, glaube ich. Ne? Der Vergleich ist schon vorbei. Sorry. Hi, wir sind jetzt anscheinend so langsam im Outro. Sorry, dass dieses Video sehr komisch geworden ist. Wie ihr gesagt, ich verlinke euch den Tweet mal und ja, also wo ihr euch melden könntet, wenn ihr auch erstellt werden wollt in Sims, so realistisch wie möglich. Ja, also da könnt ihr euch dann melden, das wäre voll cool. Also, weil sowas zu machen ist halt schon ganz nice. Ja, genau. Ich hoffe einfach, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich hoffe, dass ich euch nicht verstört habe oder so. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und tschüss!